Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Ja, im letzten Part, da sind wir hier in Neptunes Bounty gelandet, haben uns ein wenig umgesehen, Leute getötet, und wir wollen jetzt dahin, wo der nette Pfeil uns hinzeigt oder hinführen möchte. Auch wenn ich. Wer kann einer Dame einen Vorwurf machen, weil sie sich nach Abwechslung sehnt? Wer ist da? Moment. Wo ist sie denn? Okay, da ist niemand. Hallo? Wo ist sie denn, die nette Dame, die sich nach Abwechslung sehnt? Eine Leiche, okay. Da ist eine Rita Chamber. Das sind zwei so Päckchen auf jeden Fall. Und eines Tages haben sich die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet. Aha. Okay. Die kommt von da oben, wetten. Ist denn da oben irgendwo was? Noch eine Leiche. Oh. Okay. Da müssen wir hin und da liegt noch Zeug zum Erkunden. Ich will jetzt aber kurz die hier erstmal hacken. So. Mach mal das so. Ja, aber Moment. So. Oh, das geht in eine ganz gute Richtung. Fehlt nur noch sowas. Und oh Gott, kriegt man das überhaupt noch? Ja, hier. Sowas. So, fertig. Maximale Gesundheit bereits erreicht. So, ich will nur sicher gehen. Telekinese könnten wir hier kurz anwenden. Können wir aber nicht mehr aufnehmen. Was haben wir hier? Schrot können wir auch nicht mehr aufnehmen. Was haben wir denn da noch? Was ist denn das? Scheinbar nichts, okay. Gut. Wir sind nass geworden, ist das eklig? So. Da liegt ein Verbandskasten. So. Können wir auch nicht aufheben. Auch nicht. Die können wir aber kurz rauchen. Ich kann nicht noch mehr Pistolenkugeln tragen. Was soll denn das? Hallo? Was ist da los? Irgendwas stimmt hier nicht. Ist hier oben noch irgendwas? Bin ich eigentlich hier? Und da soll ich hin. Komm doch garantiert hier runter. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Wir haben Elektrizität. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Eine Blüte! Ich werde sie zurück! Ich werde sie zurück! Halt durch! Ah, verdammt! Ich ein Wahnsinnsding, das schreit in den Arsch! Komm, geh kaputt! Ach, komm! Ich blute! Die blutet, ja. Blute!
Den schaffst du nicht. Sieh mal auf dem Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund. Wenn's hier auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Okay, das war... Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Halb Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Okay. Na gut. Wo sind die? Aha, die habe ich geputzelt. Okay, ich sollte aber besser zielen. Ja, wo bist du denn? Dachte, ich habe euch gebrutzelt. Oder auch nicht. Der stand wohl auf der Treppe. Habe ich jetzt alle gebrutzelt oder nicht? Ich hoffe es einfach mal. Da hinten ist noch die Sicherheitskamera. So. Sicherheitshalber brutzeln wir nochmal. Aber jetzt haben wir scheinbar alle erwischt. Geld. Haben die auch eine Waffe? Eine Pistole haben wir hier. Was liegt da? Noch eine Pistole? Sehr gut. Was hast du? Auch noch mehr Geld. Sehr gut. Aha. Haben wir doch ganz schön viel erwischt. Ich dachte, da liegt was, aber das sind nur Fische. So. Okay. Hatten zwar nicht viel Geld, aber jetzt haben wir hier immerhin wieder ein bisschen. Ich weiß Bescheid. Ah, hallo. Ah, verdammt. Keine Munition mehr. Okay. Dann nehmen wir doch lieber die hier. Ja, muss ich jetzt... Toll, jetzt muss ich nachladen. Okay. Sehr gut. So, hat mir das jetzt selber geschafft? Sieht so aus, als wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat, was er von dir will, bevor er dir den Bauch aufschlitzt. Na toll. Das sind ja Aussichten. Ich werde dich mein ganzes Leben lang jagen! Erwischt? Oh yes. Okay, jetzt haben wir sie scheinbar erwischt. Das mache ich später. Hey Mary, warum hast du so ein trauriges Gesicht? Nitrusblase. So. Ist da noch einer? Habe jetzt niemanden mehr gehört? Hier laufen aber viele Splicer gerade rum. Aber ist ja alles kein Problem. Wo kommen wir da hin? Was
haben wir hier? Ein Verbandskasten. Brauchen wir aber gerade nicht. Okay. Ist hier irgendwas drunter? Oh. Wo geht's denn hier lang? Oh, was haben wir denn da? Da liegt auf jeden Fall Zeug rum. Es muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Okay, na gut. Aber erstmal. Was ist das? Ich kann dich nicht sehen, aber er schon. Was? Sind sie jetzt tot? Das ist ja praktisch von ihr. Hier sehen sie mich ja nicht. Das könnte wirklich sehr praktisch werden. Ist da auch einer tot? Okay. Oh, da liegt noch eine Eve-Spritze. Aber immerhin haben wir jetzt gerade was Nettes erfahren über Ryan nochmal, beziehungsweise über seine Gedanken, was er so über Fontaine denkt und wie er das Ganze so sieht. Ja, das war doch jetzt gerade wieder sehr aufschlussreich. Kiste mit Granaten haben wir schon geleert. Okay. Hallo? Aber ich brauche keinen Hinweis. Ich stecke nicht fest. Seit wann machen wir Geräusche? Ich bin aufgestanden, okay. Ich schaue mich nur gründlich um und bin ein bisschen vorsichtiger. So. Was haben wir denn hier? Nichts von Bedeutung. A man creates, ein Mensch erschafft, ein Parasit fragt, wo ist mein Anteil? Okay. Oh weia. Wenn das nicht gleich Ärger bedeutet. Noch nicht? Okay. Seltsam. Kontaktminen. Was liegt hier? Schrot? Geld? Oha, und nicht gerade wenig. Okay. Hallo? Verdammt. Oh Gott. Wo ist der Big Daddy? Oh, da. Hilft er mir? Der hilft mir scheinbar jetzt. Diese Maschine wurde gehackt und steht jetzt auf deiner Seite. Okay, cool. Wie lange? Wow. So.
Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Okay, was hat es mit dieser Schnecke auf sich? Wir haben ja schon mal was von einer Schnecke gehört. So. Kuchen mit Cremefüllung. Boah. Trampel nicht so rum hier, wenn du mir schon hinterherläufst. Okay? Wo ist denn die kleine Little Sister hin? Wow! Oh Gott. Da. Halt. Falsches. Okay, steht wieder auf meiner Seite. Wie oft müssen wir das noch machen? Oder wie lange bleibt der? Oh, war ja. Hä? Was denn? Jetzt herrscht ein gewaltiges Durcheinander. Sie haben Timmy H. kurz nach Mitternacht abgeholt. Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen, oder Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Timmy im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Falls du Lust hast, dabei zu sein, der Code ist 5380. 5380. Okay, da liegt noch was. Mascha, Liebling! Wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns in Zweiting McDonald's, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. 7533. Wie lange bleibt er denn, mein Freund? Okay. Also nicht ewig. Ah. Ich höre eine Sicherheitskamera. Oh. Aber ich find's gruselig, wie du mit mir hinterherläufst. Das kostet mich nur ziemlich viel Eve. Und ich habe Angst, dass er bald wieder normal wird. Wenn es weitergeht. Na gut. Dann machen wir aber die mal. Das Wasser der Flüsse wird zu Blut! Moment, fuck. Das war doof. Ob ich den die Panzer brechen denn? Komm! Oh, fuck. Okay, war schön mit dir. Sehr gut. Rosie. Nietenpistole. Nichts, okay. Aber der ist immerhin auch tot. Halt. Oh, war klar, dass ich jetzt keine Antipersonen-Dinger mehr habe.
So, egal, wir gehen einfach mal weiter. Da, wo ist denn die Kamera? Schauen wir um die Ecke. Hier bin ich scheinbar noch sicher davor. Okay. Da hinten liegt wieder so ein Audio-Ding. Aber ich denke, wir haben jetzt genug gehört in dieser Runde. Und ich denke mal, ich mache an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.